zu einem weiteren Part, Need for Speed Underground 2. Part Nummer 16 schon. Oha, aber weit. Ja, wir haben jetzt so einen Mittelstand oder sind noch ziemlich am Anfang von Pearl Harbor. Und heute dreht sich jetzt wieder, heute ist der Daniel am Pads Richtig. und macht jetzt die Sponsorenrenne, dummer Paar-Fahrer und Genau. gleich noch LCUL-Rennen, dass wir so Richtig. ein bisschen im Wechsel sind. Richtig. Und vorher fahren wir noch die Tuning Cups. Schon wieder. Ja. Wieder investiere in die Optik. Wir haben mit dem Auto nur 4 Sterne. Und da uns noch ein paar DVD-Cover fehlen, müssen wir gucken, dass wir jetzt einmal die Sternewertung überdrehen. Ich bin auch noch da in der Tuning. Der Milzi ist auch noch da. Bin ja wohl. Tacho haben wir ja schon gewechselt. Na, Bode mach schon. Alle Glaswolle mach schon. Bahnwelle waren wir auch schon. Mein Gipfel. Dann mal ein paar neue kriegen. Hydraulik haben wir auch schon. Reifen haben wir auch schon. Mal schon. Ah, gucke. Na, jetzt geht's schlechter. Halt. Ja, noch. Noch. Warte mal ab. Ah, da fehlen jetzt die Dinger. Wir machen das jetzt mit Felddurchlauf da. Boxen! Boss, Boss, ich bin Boss. Jo. Geht, Junge! Muss mal Kommunikation noch mit Patrick verführen. Betox? Was war das? Gerade schlecht ist. Welches Spiel? Jetzt habe ich. Jetzt habe ich es sogar. Welches Spiel? Sleeping Dogs. Die Grütze, Rotz überhaupt. Echt? Alles. Das waren, ja, das waren so Marathon. Ich glaube, die waren sogar von. Ich weiß nicht, die Mafia wird auch so. Ob das 2K da ist. Die haben wir so ein Projekt gestartet. Da Ja. wollten sie mal so GTA-Gruppierer. In Hongkong spielt das. Oha. Ach so. Aber die Steuerung, also. Also das Resident Evil mit ihrer Panzersteuerung noch besser. Die Autos, die überhaupt keine Kontrolle darüber. Und das Kampfsystem, also. Wunderschlecht. Das Spiel ist absolut nicht zu empfehlen. Oder nicht noch ein angefangenes Ding zu machen? Zur Vice City verarsche. Geht aber nach 4 Tagen. Dann geht er schon mal Schürzen, hoch oder Spoiler, Schweller, alles was du willst. Der Karosserieshop macht aus Versteht deinem Irrwegladen man eh schlecht was mit ganz Kinderkunden. Besonderes. Ich tune jetzt einfach mal. Ne? Jetzt, was geht's heute wieder? Heute geht's um URL-Renner. URL. Underground Racing League. Ah, das mit Samurais. Und jetzt haben wir was jetzt gemacht. Jetzt tune ich einfach noch ein bisschen auf die Optik, dass man noch ein bisschen eine Wertung kriege. Weil wir brauchen jetzt mehr Sterne. Also wenn das wirklich bei Redhawks kommt, dann kriegt er für jedes Video, wo er das Spiel hochladen, einen Daumen runter. Oh! Ja. Will er das jetzt Das ist eine spielen? Will er Ansage. Let's Play machen oder was? Anscheinend. Also da sind lieber die Finger weg. Also. Da gibt es viel bessere Ja, hol Spiele. dich doch jetzt aber Oh, das vor. ist geil. Nein, noch Bitte. eins. Ja, das. Ja. Hol dich doch jetzt vor, Ah, ob die das Spiel Farbe. gut ist, oder? Nee, er hat nur gesagt, er hat sich das Spiel jetzt installiert. Er will das dann irgendwie spielen. Er soll lieber die Finger weglassen. Ja. Also das ist überhaupt kein Spiel zu empfehlen. So kann ich ein viel besseres Spiel empfehlen. Kann ich ihm to the Max empfehlen. Entertainment ist Aber heute Nacht das, auf dem Weg, um für das neue ja, Medium jetzt zu einfach drehen. mit so einem guten Sorg dafür, PC dass sie und dich sehen. Überzeug sie von deinem kann Stil. schon nicht so viel. Also in der Welt.
Und ich verstehe auch nicht, also das verstehe ich sowieso nicht von Patrick. Er wohnt mitten in der Stadt so und hat immer so schlechtes Internet. Wenn ich in der Stadt wohnen würde, also dann würde ich mal einfach 100k leiten, das hilft für ihn weiter. Ja, ja gut, ich bin nicht. Und dann, Kinder, dann hätte er auch überhaupt keine Probleme mit Livestream und alles, wie das viel besser aussehen. Ich hier, ich muss immer die Maus bedienen und da wo jetzt links hochglanz steht, da kannst du auf deine Pfeile links rechts klicken, damit die neue Lacke reinschauen. Oh, jetzt. Also Pferdepflanze. Geht aber nicht höher. Also, kannst du vergessen. Geh nochmal zurück. Geh mal weiter hoch. Was? Hochpflanzen. Pflanzen. Metallic finde ich rein. Ja. Moment. Ah, die Fälle. Was? Warum? Da hat er. Oh, da war es. Das kommt auch dran. Ja, Heller, was war es? Gelb. Nein, Gelb. Das ist Gelb, doch. Dann muss halt. Muss halt den Metallic. Wenn du mal noch nicht erfährst. Kann sein, aber schon. Hämmerung. Hört. Gut. Haben wir jetzt zumindest noch die Sternewertung. Da ist noch Luft noch over, aber. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Jetzt. Wie normal. Oh, nein, du wolltest auch da die Sponsoren gerne machen. Kannst du schon mal mit dem ersten Rundkosting anfangen? Nein, das sind jetzt die Sponsoren, wenn du die Sponsoren und sozusagen bemüht drin. Genau. Du sagst mir, wie du das machen. Genau. Also fast bei oh. Ach, ich kann. Ja, jetzt geht halt wieder Autobahn schneller und deswegen. Okay. Und jetzt halt wieder. Autobahn geht schon. Ich bin wieder falsch, weil jetzt voll auf die Kette. So, rechts. So, ja. Lege mal los. Ja, aber gut, das ist jetzt ein Patrick selbst zu entscheiden. Richtig. Was er hat. Dann soll sich mal selbst überzeugen. Also ich kann nur von dem Spiel abhauen. Also wenn ich die Sterne bewerte, würde ich minus 1 werden. Hohohoho, das sind die Scheiße. Ja, das ist ja. Die Story ist nicht gut. So, und Sleeping Dogs heißt ja, das? Sleeping Dogs. So. Wie in Hongkong. Eigentlich so schön gemacht, aber. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Ich hab's auch gerade nur ein Stück gespielt. Ja. Das Kampfsystem ist auch miserabel. Also wenn das Kampfsystem irgendwie so ein bisschen besser wäre, dann wird's auch mal auch noch ein bisschen gucken, aber die Steuerung ein bisschen besser. Ja. Aber das war damals so. Das hat doch gar nicht viel gekostet, jetzt würde ich aber rum, nicht, warum das so wenig gekostet hat. Und so schlechte Spiele. Und ich muss zaubern. Wenn mein Bruder mal gucken müsste, dass man schnell wieder. Du brauchst das System.
Ja, jetzt bei 60 war das. Ja. Und ihr Geld gekostet. Jetzt kann er. Ah. Oh ja, wir kommen in Hongkong. Dann ist auch so, der Spiel spart auch 87%, also ich muss ja gar nicht wieder drauf kommen. So leider lieber da zu spielen. Ich denke, wir wollten ein Projekt machen. Oh, Patrick, falls du das guckst, ich hab's, ich kann es beweisen. Ja, nehme ich mal das Essen weg. Und ja. Darf ich wohl gerade ab jetzt? Ja. Achtung. So, jetzt sind wir wieder da. Haben wir wieder Sound, ja? Ja, ein paar Sound von da. Gemüt gehabt. Ich hört mal eh nicht, oder? Ja. Ja, ganz bald. Gut, das nächste muss mein Megafon mitbringen. So wie sich das gehört, sind wir natürlich auf ihrem Platz. Und dann machen wir meine Treppe und dann wieder hoch. Jetzt tue ich. Ja, schon her da. Ja, ich glaube nicht. Ich denke, der macht sein YouTube-Gedings. Der ist ja. Ja, er kann sich doch was selbst schippern. Vielleicht schon der auch ein anderes Mann. Ich weiß es nicht. Patrick, aber falls ich euch empfehlen kann, falls ihr das mal über den PC gezockt habt, ich glaube es ist da oben Sachen für den PC rauskommen. War Mafia gewesen. Der erste Teil. Und da kam ja. Und da kam jetzt ein Remake raus. Und das war. Also da muss ich sagen, das haben sie richtig gut hingekriegt. Die haben nichts verbessert, die haben sie nur remastered. Genau, dann mit besserer Grafik und das. Aber die Story und alles gleich gewesen. Die Story ist top, Spiele ist top, echt? Steuerung, also auch gut hinkriegt. Also, du kannst schon noch ein bisschen Nebeldinger machen, aber so von der Hauptstory, also ist richtig gut gemacht. Das kann ich zum Beispiel empfehlen. So. Ich habe neulich ein Let's Play von einer YouTuber geguckt, von Mafia. Rein vom Spiel her ganz gut zu sein, aber das, was ich so gesehen habe, es scheint halt auch richtig schwer zu sein. Was? Mach ja. Ja. Das einzige, was vielleicht war das nicht. Also ich habe mir sehr klar am Anfang geholt. Da gab es halt irgend so einen Bug da. War eine Mission, da hast du so ein Flugzeug abschießen müssen. Und dann bist du. Zum ersten Mal gestorben, das ist nicht klar gepackt. Und dann jedes Mal im Neuspawn, also du hast jedes Mal diese Szene gespielt. Und dann hat er mich quasi nicht hinter dem Flugzeug, sondern vor dem Flugzeug gespawnt. Und ich konnte das Flugzeug nicht abschießen. Ja, ne. Hätten sie das dann irgendwann gepatcht? Hätten sie den Bug dann irgendwann gepatcht? Ne, also noch ein. Ich habe dann nochmal die Mission nochmal anfangen müssen und quasi nochmal um da hinzukommen und dann ist es gegangen. Aber irgendwie, wo ich dann gestorben bin und dann ist. Es hat sich jedes Mal wiederholt. Es hat sich einfach nicht mehr zurückgesetzt dann. Richtig. Deswegen mag ich das Spiel einfach mal besser. Speed for Speed, weil einfach. Ja, manchmal tut man es auch nicht nur über den Fast Speed in der Rolle. Das ist schon gut. Ja. Gut, aber das ist jetzt im Prinzip das erste Let's Play, was wir richtig durchziehen. Weil. Ja, ne, ich meine jetzt ich und mich hier als Gruppierung so, wie wir jetzt da sitzen, weil. GTA San Andreas hat irgendwann. Der wird auch gut, der wird 20 Uhr noch spielen. Warte mal. Ich bin jetzt hier. Also, ja. Wenn ich jetzt
Und zum Minus. Mach ab, ich bin so teil. Was hat das Spiel denn dann gefragt? Das ist Greenworld. Ist das so ein Strategie? Da geht nicht nur das andere Spiel, aber ich glaube, das kriegt dann PC auch nicht hin. Age of Empire? Ja, mit Age of Empire. Ich meine, das Arnold, das aktuelle. Ja. Nein, ich glaube, vielleicht nicht. Nein, nein, nein. Oh, zu weit. Geht's dir um Felge? Wenn er auch mal geileres Internet hat, klingt auch mal. Das würde ich sogar auch immer auf dem PC spielen, das wäre Rust, was jetzt die ja, YouTuber gerade spielen. Ja, Rust. Rust. Yeah. Was holt sich nicht an der Nase gerade zu, wenn man um die Tour kommt? Das ist keine gute Kombination. Und der Hermann. Kann ich jetzt nicht. Will man zu träumen. Baby! Also ich finde, der ist schon mal besser wie ein Monster oder so. Da ist der Trimax viel besser. Ja, ich aber. Man merkt es, das Zielpublikum. Trimaxer. Ja, du bist ja auch 80 da. Also. Ja, ich bin nicht gut, aber trotzdem. Was macht denn dieser Primex? Das sind eigentlich alles so, was aktuell ist, spielen. Und Tödi, jetzt die Pokémon Packs auch öffnen. Pokémon? Ah jo. Pokémon Go oder was? Nee, die Karte. Ach so, okay. Mitgekriegt? War das der, wo die 40.000? Nee, das war der Papalotte. Der hat beim. Also, der einer von den größten YouTuber, der Logan Paul, der hat da. Schon einmal, damit hat sie angefangen. Also. Der hat ein Opening gemacht von 20 Jahre alte Karte, ein Display hat er aufgemacht, mit 36 Booster. Und da konnte ich einen Booster, und da war es noch Roman, ich glaube, da hat ein Booster, glaube ich, $1000 gekostet. Und er hat halt dann in dem Endepack, oder ein Holo Chlorak gezogen, der schätzungsweise 40 K wert ist. Original. Original, von 20 Jahren, First Edition. Englisch. Yes. Wenn er wirklich, kannst du es dann so in einem Institut, kannst du es einschicken. Und die tun das dann bewerten und auch die gucken dann ganz genau und alles. Ja. Und wenn es eine 10er Wertung ist, dann ist er 40.000 wert. Jetzt im aktuellen Stand. Bloß wir nochmal 20 Jahre dann vergehe. Dann ist das Ding vielleicht 80 oder 150.000. Oder das ist so wie das Phänomen Baseball-Karte. Ah ja. Richtig. Da gibt es Baseball-Karte. Die sind halt, die haben ja Jubiläum-Karten, die sind jetzt seit 20 Jahren. Und die sind 99 rausgekommen. Karten. Darum ist es jetzt halt so ein großer Hype. Und der hat sich jetzt, also so wird mir gesagt, dass er sich angeblich jetzt die letzten 5 oder 6 Displays, also diese große Buchse da, die ja schon seit 20 Jahren verschlossen sind, hätte angeblich jetzt die letzte auf der, also wo es jetzt überhaupt noch gibt, hätte er sich jetzt geholt. Er tut ein Ding davor, also die andere tut er behalten und ein Ding davor tut er öffnen und da konnte ich jetzt, glaube ich, bis vor 2 Tagen konnte ich jetzt mitbieten und der Mindestpreis lag am Anfang bei 15.000 Dollar. Und der Trimax wollte auch so ein Pack haben, er wollte sie dann auch quasi auch livestreamen. Das. Und er hat gesagt, es ginge bis 4 Uhr. Und er war bei einem Pack bei $36.000. Oh. Achtung, da kommen ja nicht nur die $36.000 dazu. Da muss ja noch der Zoll muss noch zahlen und der wäre eigentlich bei 7.000 gelegen. Also das hätte über 40.000-50.000 Dollar gekostet. Oha, kleines also, Hobby. Und dann magst du. Und dann ist aber Rotz drin. 50.000 Rotz. Guck mal, selbst wenn
du hast ja nur die Möglichkeit, Rolo zu ziehen. Und die muss ja schon übel sein. Die muss ja schon mindestens bei 30.000 liegen, das. Aber du kommst nie auf dein Geld zurück. Also, ja. Das ist nur Verlust. Hey, wie soll der auch so wertvoll sein? Machen die? Nee, also die sind ja die Basis. Selbst nur, wenn nur Glumanda ziehst oder nur Pikachu First Edition, die sind schon 30 Euro wert. Boah, du könntest machen Let's Play nachher. Guck mal. Blau oder rot? Oder gelb? Da geht so auch mehr schwer. Machen wir das doch, oder? Oh, das ist da der. Ja, ist das eigentlich ein ständiges Spiel, oder? Ne, das ist ein dem Spiel, was wir spielen. Randomizer, wenn es so wieder Randomizer. Der statt Pokémon, da ist schon jeder Route, da ist schon der Pokémon-Fanger. Aha. Und wenn der Pokémon stirbt, ist er immer tot. Nur ein Teil. Ein Teil. Was denn? Okay. Da gehe ich doch lieber her, wie es normale Pokémon und wähle, wie ich es zu machen habe. Ja. Was denn, ich was ist mit, was ist mit dem Müll? Ich hab das nicht verstanden. Pokémon Nuzlocke. Ja. Spielt's auch, oder mit dem Ball? Ja, was ist jetzt die Regel? Regel ist, an jeder neue Route. Da ist schon ein Pokémon gekommen. Ja. Ja, das ist ein Randomizer. Welchen was war Pokémon 5? Ich kann aber legendäres Glück. Jetzt wird schon ein Loot kommen. Wenn das Pokémon stirbt, dann ist es für immer tot. Ja, du müsstest da neue Fangen prinzipieren. Nee. Ja, aber du brauchst schon ein Pokémon, oder? Ja, gut. Dann kann ich dir das mal ins Sterben bringen. Deswegen wieder mit Pause. Das sind ja halt weg. Platz ist spannend. Dann, wenn dann halt sind Freunde ohne Hoshi, dann hier da. Dann gucken wir. Gucken wir mal was hier. Also Enten, Zentrum oder Nutzlunge. Ja, aber wir können das doch gar nicht spielen. Ja, wenn ich hier die Pokémon jetzt zu spielen, die nur mit dem Sinn. Wenn wir spielen, sonst war es mal ab. Bevor Hens ist Silber. Ach, ja, aber du, wie kannst du dann den Randomizer, wie kannst du das generieren? Ja, bewegen wir das nicht. Wir hätten das Spiel nicht. Hat der Anna da auch eine Bilder oder irgendwas? Ja, das geht noch nicht rein. Komische Motorräder. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe schon noch 500 oder 600. Ich mache das Sponsor, wenn ich jetzt noch erledige. Wenn man jetzt halt ein bisschen über die Zeit gucken muss. Dann hat die Community wieder Bonusmaterial. Dann ja, also. Und Daniel, das ist so der. Also, ich habe nicht immer mit. Ich will das Video hochladen, gehe ich einfach. Aber ich. Ich mach mal schon gar nichts mehr draus, weil. Dann gehe ich mal gerne über die Zeit. Was für Füße? Wie viel Züge gehen wir jetzt immer jetzt? Aktuelle Papiere 20 Minuten. Ja, das reicht. Oh, ja, das reicht aber noch für den Teil. Geht es halt wieder länger wie Abstand. Oh, ich glaube, dann haben wir alle Anhänger ja, gewonnen. Richtig, dann haben wir zumindest wohl die Sponsoren gewonnen. Ich und Snail hier, wir haben die Sponsoren gewonnen. Ich bin nur drei. Okay, aber wenn das sind immer drei. URL ist kompliziert bestückt. Richtig. Manche wurden in der Serie. Richtig, boah, überall, das ist immer so krank. Weil das Internet halt besser. Auch ja, aber in dem Spiel ist halt die Underground Raging. Underground Raging wird besser. Ja.
Richtig. Und die Scheibe ist ganz geblieben. Oh ja, ich kann halt. Oh, das ist eh. Alles klar, ich bin nicht dran. Ich nehme noch die erste. Ja, jetzt bestimmt die zweite. Auf dann. Ja, gut. Er hält halt auch nicht einfach. Ui! Ja, ich wollte es nicht raus. Halt mal raus. Ich hab noch da. Ich weiß nicht, was ich erzählen will. Die Arbeit ist also. Eigentlich muss ich nie auf der Arbeit, aber das war so nur letztes Mal in die Ecke. Das wollen wir sehen sagen. Ja, also ich hab dort und Fiege mit Scheiße, aber da das ist eklig. Da hab ich echt Glück gehabt. Ich hab gemerkt, ich hab wieder ganz klar. Ich glaub nicht. Oh, jetzt nimmst du Rappen. Ich muss mir bezahlen. Gib mir hin Geld. Warte mal, ist die Fotokarte. Zwei wurde gleiche Fehler hintereinander. Das darf doch keinem erzählen. Oh Gott. 20 Euro für Pizza? Ja, Dairi Pizza. Ja. Nur noch 50 Euro. Nee, ja. Ah, ja. 50 Euro. Schön alles ausgebaut. Oh. Warte, da bin ich ja in Pizza. Jetzt gehst du nach dem Kantal in den Lohn. Ja, da bin ich da weiter. Ja, jo, Mann, da bin ich da. Da bin ich schon mal fertig mit seinem Haus. Die hätte ich fertig gemacht und jetzt waren sie mir nach, oder? Hätte doch den Reisstoff gebraucht. Da wird es doch nicht so gut. Aber guck mal, so viel Zeit wieder als immer. Ja. Ich dachte 4-5 Arbeit gleichzeitig. Gut, mittlerweile ich überhaupt, weil es nichts, weil wir hier am Ziel. Corona bitte. Ab zu der Tomate. Jetzt sagen wir für mich. Oh, Ding ist schon vor Auto schon. Ich bin schon, ja. Ich bin jetzt schon rausgeschrieben. Ich habe mich. Ich bin nicht. So, das wäre es gewesen für Part 16, richtig? Ja. Ist echt schön. Richtig. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen und wie geht Scheiße. Genau. Und denk an die Umstrom, wie das Beat muss. Dann wird er dann immer wieder gebrochen. Da besitzt. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. 10 Millionen Gerz. Dass der Herr verkloppen muss. Auf Wiedersehen. Ciao.